Rehberg für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Bund entlastet Länder und Kommunen im historischen Ausmaß. Und alle die, die heute den Bund kritisiert haben, denen empfehle ich den Bundesrechnungshofbericht zum Haushalt 2017, die Seiten 24 und 25 durchzulesen. Da hat der Bundesrechnungshof aufgelistet unter der Überschrift Entlastung von Ländern und Kommunen und kommt in diesem Jahr auf eine Summe von 72 Milliarden Euro. Allein zusätzliche Entlastung in diesem Jahr von über 10 Milliarden Euro. Und Frau Kollegin Hasselmann, da sind auch im Jahr 2015 Soforthilfe des Bundes für die Integration der Flüchtlinge in Höhe von 2 Milliarden Euro dabei. Das heißt, der Bund hat sofort an dieser Stelle gehandelt, und diesen Vorwurf weise ich zurück. Und das Zweite, darauf hat Bundesfinanzminister Schäuble hingewiesen, auch Ralf Brinkhaus. Ich will das noch einmal in einen anderen Kontrast setzen. Wir haben aktuell eine gesamtstaatliche Steuerverteilung bei Mischsteuerstaatbeständen von 44% beim Bund und 56% bei Ländern und Gemeinden. Bei den in den nächsten 4 Jahren zu erwartenden Steuermehreinnahmen verschiebt sich die Verteilung 40% beim Bund und 60% bei den Ländern und Gemeinden. Das heißt, die ganzen Dinge, und ich war nie ein großer Freund, das über Umsatzsteuerpunkte zu machen, gehe noch darauf ein. Das heißt, in den nächsten Jahren werden sich massiv die Steuereinnahmen verschieben, weiter zugunsten der Länder und der Kommunen. Das muss auch hier bei dem 5-Milliarden-Paket betrachtet werden und auch bei dem, was der Bund an Integrationsleistungen hier gegenüber Ländern und Kommunen bezahlen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden in dieser Legislaturperiode, und Herr Kollege Daldrup, 20 Milliarden in dem Paket sind richtig, insgesamt 80 bis 90 Milliarden Euro mehr den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellen als in der letzten Legislaturperiode. Und insgesamt sind es in diesem Jahrzehnt fast 200 Milliarden Euro, wenn ich das Jahr 2010 als Vergleich nehme. Es gab nie ein Jahrzehnt, wo der Bund in der letzten Legislaturperiode in dieser so Länder und Kommunen entlastet hat. Nur wir stehen vor einer ganz gravierenden Herausforderung. Mehrere Rednerinnen und Redner haben darauf hingewiesen, dass das Geld, was politisch für Kindertagesstätten, was politisch für sozialen Wohnungsbau, was für die Integration von Flüchtlingen vereinbart worden ist, dass dieses Geld auch dort ankommt, sachlich und bezogen auf die Kommunen, wo es hingehört. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin da einig mit den Rednern, die große Arbeit für uns, und ich sage hier als gesamter Bundestag, steht dann bevor, wenn wir das vereinbaren, ich will das mal als Liste B nennen, vom Donnerstag, Freitag letzter Woche bei den Bund-Ländern-Finanzbeziehungen. Ich glaube, wir müssen alle ein Interesse daran haben, dass der Bundesrechnungshof, und übrigens Kollegin Heidog ist ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2010, das dem Bundesrechnungshof die Werkzeuge aus der Hand geschlagen hat, nachdem 5 Länder geklagt haben. Das heißt, der Bundesrechnungshof, da müssen wir eine Grundgesetzänderung machen, damit wieder kontrolliert werden kann. Und ich halte eine Steuerung und eine Kontrolle der Mittel, die der Bund an Länder durchreicht, weil die Länder haben die Finanzverantwortung und Zuständigkeit für die Kommunen. Das ist zwingend geboten, wenn die Bund-Länder-Beziehungen wieder auf eine vernünftige Ebene, in eine vernünftige Waage reingebracht werden sollten. Und auch man kann diese Verteilung der 4 Milliarden Euro kritisieren. Wenn Mecklenburg-Vorpommern, bekanntlich kein finanzstarkes Land, obwohl es im Gegensatz zu anderen vereinbart hat im Koalitionsvertrag, wenn Überschüsse da sind, Mecklenburg-Vorpommern tilgt seit 10 Jahren Schulden, 3/4 des Überschusses zur Schuldentilgung zu nehmen und 1/4 für die Kommunen zu verwenden. Gelegentlich sollten sich mal andere da ein Beispiel dran nehmen und das Geld nicht für irgendwelche, sag mal, Dinge verpulvern, die nicht nachhaltig und vernünftig sind. Wer hier sagt, ich will einen höheren Anteil
der Kosten der Unterkunft haben, der muss auch sagen, ich will eine Grundgesetzänderung. Anders geht es nicht. Und der muss auch sagen an dieser Stelle, dass natürlich dann zwei Drittel im Bundesrat zustimmen müssen. Das ist die Konsequenz der ganzen Geschichte. Und da wünsche ich viel Vergnügen. Ich bin da durchaus dabei. Für mein Bundesland heißen 1 Milliarde nach KDU 30 Millionen, 1 Milliarde nach Umsatzsteuer 14 Millionen. Und ich will auch mal auf den Königsteiner Schlüssel eingehen, heißen 1 Milliarde 20 Millionen. Auch der Königsteiner Schlüssel ist nicht zwingend dazu geeignet, finanzschwache Kommunen oder finanzschwache Länder gleichwertige Lebensverhältnisse, ich sag mal, ausgleichend zu behandeln. Und deswegen, ich persönlich versperre mich da keiner Diskussion. Ich weiß, dass mancher Kollege beim Kommunalinvestitionsprogramm zu mir gekommen ist und hat gesagt, Eckart, warum kriegen die Steuerstarken mehr als die Steuerschwachen? Habe wiederhole aber auch das, was ich gestern im Haushaltsausschuss gesagt habe, Kassenkredite sind für mich kein Maßstab von Finanzschwäche von Kommunen, weil sie zwei ganz wesentliche Gründe haben können, dass die Rechtsaufsicht, sprich das Innenministerium, versagt hat und die Zügel zu locker gelassen hat. Und das Zweite, das hat der Kollege Mattfeld in einem Zwischenruf deutlich gemacht, nicht immer ist Finanzschwäche bei Kommunen Ursache von Strukturschwäche, sondern auch vom falschen kommunalpolitischen Handeln. Und dafür kann und sollte man und darf man den Bund nicht in Haftung nehmen. Meine sehr verehrten, nein, das können wir aus meiner Sicht an der Stelle nicht machen. Ich will noch auf einen weiteren Punkt eingehen, den ich bei der Anhörung dieses Gesetzespaketes für wichtig halte. Wir können uns so viel bemühen, wie wir wollen, hier im Bund möglicherweise auch die Rechte des Bundesrechnungshofes stärken. Aber es gibt einen Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da sind wir alle gefordert in allen 16 Ländern. Es gibt heute kommunale Finanzausgleichssysteme, wo per Gesetz die zusätzlichen Finanzmittel, die die Kommunen erhalten, über Vorwegabzüge wieder in die Landeskasse fließen. Ich habe da drei Länder im Kopf, die behalte ich mal für mich, wo ich das definitiv weiß. Ganz unterschiedliche parteipolitische Farben. Ganz unterschiedliche Farben an der Stelle. Und deswegen ist dieser Punkt, Kollege Daldrup und auch Ingbert Liebing, spreche ich hier ganz direkt an, das ist auch eine Aufgabe der Kommunalpolitiker, mal dahinter zu steigen, dass diese Mechanismen aufgelöst werden. Denn wenn wir diese Mechanismen nicht auflösen, haben wir hier im Bund nichts gewonnen. Eine letzte Bemerkung an der Stelle. Eine Sorge, das geht nicht darum, dass Bundestagsabgeordnete nicht bei Kita-Sanierungseröffnungen, Schulsanierungseröffnungen eingeladen werden. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich erlebe fast nie, egal ob das bei mir zu Hause ein SPD- oder CDU-Minister ist, dass darauf hingewiesen wird, dass der Bund zu 90%, zu 50% oder zu 10% Geld mit dazu gegeben hat. Das Dreisteste, was ich erlebt habe, Wahlen sind bei uns vorbei, dass der jetzige Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Brotkopp in Rostock, groß plakatiert hat, der Hochschulbau sei seine ganz eigene Finanzierungssache gewesen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion.